Und Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Minecraft. Und wie ihr seht, haben wir gerade das Default Texture Pack drin. Der gute Wolke ist jetzt nicht mehr dabei. Wir wollten zwar, wie wir eigentlich schon angekündigt hatten. Gehst du da mal weg? Dann stoppst du halt. Wir wollten zwar, wie wir angekündigt hatten, nach 10 Minuten wiederkommen. Und eigentlich war geplant, dass der gute Warbase, der ja 5 Sekunden von mir entfernt wohnt, noch mit dazukommt. Aber dann ist alles anders gekommen und wir mussten los. Naja, nicht so schlimm. Ihr habt ja jetzt mindestens 2 Wochen Spaß gehabt oder eine Woche, 1-2 Wochen Spaß gehabt mit mir und dem Wolke in der Höhle, obwohl wir in den Tropenwald wollten. Und genau das werden wir jetzt wahrscheinlich tun. In den Tropenwald gehen, denn das wollte ich ja eigentlich machen. So. Wir nutzen gerade das Texture Pack, weil ich mir mal angucken wollte, wie das hier alles so im Default aussieht. Ich weiß ja nicht, ob euch das gefällt, dass ich öfters mal das Texture Pack hole. Ändere. Eigentlich schön. Ich schreibe zwar immer drunter, ich sag zwar immer in den Videos, schreibt mal unter die Kommentare das und das, aber im Endeffekt schreibt eh niemand was unter die Kommentare. Aber naja, ich sag's ja mal weiterhin. Vielleicht schreibt mal einer was unter die Kommentare, damit ich mich ein wenig nach euch richten kann. Mein Kanal ist ja noch sehr klein am Anfang jetzt. Was? Nee, das war nicht so intelligent. Was zur Folge hat, dass ich halt im Moment eigentlich fast ohne eure Zutun spiele, weil sich keiner so wirklich zutut. Ja, wisst schon, was ich meine. Wo packe ich denn das jetzt hin? Also wenn ihr meine Let's Play, wenn du meine Let's Plays guckst, ja genau du bist gemeint, dann wäre es doch recht cool, wenn du ab und zu mal den Reiz verspüren würdest, drunter zu schreiben. Würde mir sehr behilflich sein. Okay. Also ich habe mir gerade überlegt, das machen wir aus bei der Texture Pack wieder raus. Und Moment. Wir haben ja letztens schon mit dem Texture Pack vom Herrn Sommer Wo ist denn das Texture Pack vom Herrn Sommer? Achso, ja, stimmt. Ich hatte ja Minecraft gecrashed, weil ich versucht habe, Tropic Craft zu installieren. Denn ich habe, ja, wie gesagt, ich wollte mir die Honeyball Überlebenssimulator angucken. Bin auch eifrig dabei. Klasse gemacht, muss ich auch sagen. So, jetzt holen wir das bei Werkzeuge. Aber, ja, dann habe ich halt dieses Tropic Craft gesehen. Ich habe ja früher selbst mal mit Tropic Craft gespielt. Allerdings war das damals nicht der Tropic Craft an sich. Also, wo du wirklich eine Welt dazu installierst. Sondern war das der Tropic Mod, wo der Mod sozusagen in die Welt einimplementiert wurde. Naja. Okay. Ich habe mir gerade überlegt, wir gehen doch nicht in den Dschungel, weil ganz einfach aus dem Grund, der Dschungel und die Kakaobohnen ist ja ein neues Update. Und ich würde sagen, wir bauen uns hier erstmal ein bisschen zurecht, bevor wir so einen Schritt in den Dschungel wagen. Ich weiß nicht, ich würde auch sagen, wir lassen das hier einfach so. Ich wollte es eigentlich umbauen nochmal, aber ich finde an sich hat die kleine Farm da was. Wir können im Nachhinein ja später, wenn wir mal hier größer werden sollten in dem Let's Play, ja immer noch alles umändern. Das ist ja kein Problem. Jetzt ernten wir mal hier wieder ein paar Bäume. Und steigen grüne Piece aufs Dach. Oh mein Gott, das kannst du nicht tun. Nein, das kannst du nicht tun. Ja, ich habe auch gerade erstmal noch schön Kaffee gesüffelt und mich mit Waffeln vollgebabbert. Das einfach aus dem Grund, weil ich noch ein wenig angeschlagen bin und ein wenig müde war. Aber ich habe auch so eine immense Lust, Minecraft zu zocken. Da habe ich mir gedacht, putsch du dich jetzt ein bisschen auf. Und dann zockst du hier nochmal ein bisschen Minecraft. Wie ihr jetzt mitgekriegt habt, bringe ich ja jetzt öfters auch mal. Moment. Bringe ich ja jetzt öfters auch mal
zwei Folgen des normalen Minecrafts am Tag raus. Ganz einfach aus dem Grund, seitdem ich mit Camtasia aufnehme, gehen die Uploads wesentlich schneller, was mein Herz sehr erfreut. Und deshalb schaffe ich es, mehr Folgen hochzuladen als zuvor. Zudem habe ich ja jetzt wieder Schule. Ich bin an der Lehre noch und da habe ich jetzt wieder Schule. Und da habe ich jetzt... da ist die Hacke kaputt gegangen. Da habe ich jetzt auch wieder ein wenig mehr Zeit. Und somit kann ich jetzt auch zur Zeit mehr Folgen hochladen. Wen interessiert, wann welche Folgen rauskommen? Wow. Ich kann es jetzt mal sagen, also die normale Minecraft kommt jetzt 1 bis 2 Folgen am Tag raus. Solange wie ich 2 Folgen schaffe, gehen auch 2. Wenn ich keine 2 Folgen schaffen sollte, dann kommen halt keine 2 mehr raus. Aber eine kommt auf jeden Fall pro Tag raus. Und Moment, ich muss mich kurz rausbauen. Warm, steckt. A Frosch-Inhalt. Französisch Frosch. A Frosch. Wo war ich gerade? 2 Folgen am Tag, bla. Ja, die Skyblock-Folgen bleiben bei einer Folge pro Tag. ganz einfach, weil Skyblock ja an sich jetzt nicht das Original-LP ist, was ich führen möchte, sondern dieses hier. Ja, was gibt's noch? Wolke ist nicht mehr mit dabei. Wird's wahrscheinlich auch so schnell nicht mehr kommen. Was heißt so schnell? Also die nächsten paar Folgen. Ganz einfach aus dem Grund, ich mache extrem gerne was mit anderen Spielern. Aber man sollte auch dran denken, halt, dass es nicht überhand nimmt, meiner Meinung nach. Immer mal wieder ist schön, aber überhand. Ich weiß nicht. Naja. Was gibt's noch Neues? Ja, Tropicraft. So, was wollte ich jetzt? Ich wollte hier. Stimmt, ich habe die Bäume ja weggemacht, weil ich hier terraformen möchte. Ein bisschen. Muss leider sein. Nein. Das brauchen wir für nachher. Da können wir einfach mit rausnehmen. Haben wir? Ja, wir haben. Cool. Ja, da haben wir genug. Nehmen wir mal 2 Stacks mit raus. Wir haben jetzt Holz gesammelt. So, und nehme ich mal 12. 1, 2, 3, 4. So, da haben wir einen 64er. Den Rest ordnen wir hier mal ordentlich brav ein. So. 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 Ja, das habe ich jetzt. Ja, genau so. So. Wupp. 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 Machen wir das am besten mal so, genau. Dann packen wir mal das so. Ach, was? Warte mal, ich hab was gesehen bei der Honeyball, was ich an sich eigentlich für eine gute Idee halte, aber das kann ich jetzt noch nicht machen. Zeige ich euch später mal. Noch weiterhin. Also, ich habe ja jetzt meinen Kanal eingerichtet ordentlich, so bei YouTube, damit es auch ein bisschen nach was aussieht für euch. Und da habe ich jetzt einen neuen Minecraft-Spieler, den kenne ich persönlich halbwegs. Der möchte jetzt auch mit Space langsam anfangen. Oh, wie hieß er denn? Rest Life Points heißt er. Könnt ihr mal vorbeischauen, der ist neu, er möchte sich ein bisschen aufbauen. Ich meine, ich bin jetzt auch nicht gerade der größte Kanal. Aber ich meine, ich bin immer dafür da, bereit, andere Kanäle mit zu füttern. Gerade auch, weil ich ihn halt kenne aus meinem Leben. Das klingt zu komisch. Er ist mir ein bekannter Minecraft-Spieler, sagen wir es so. Nein! Nein, was hast du getan? Hallo?
Tut mir leid, euch enttäuschen zu müssen, aber ich kann jetzt nicht sterben. Weil ich habe hohes Level, ne? Du verstehst? Die Creeper sind ja auch heftig. Heftig nervig. Ja, okay. Hallo, ich habe Leben. Ich habe auch ein Leben. Du nicht machen, Leben kaputt. Ich bin nicht verfügbar. Kein Anschluss unter dieser Nummer. Auch für dich nicht. Wer auch immer du bist. Ja. Ach, da waren so viele Neuigkeiten jetzt. Oh, ich vergesse jetzt wieder die Hälfte zu erwähnen. Palaver. Zwei, das. Ihn erwähnt. Er weiß natürlich nichts davon, dass ich ihn in dem Minecraft-Let's Play gerade erwähnt habe. Ich glaube, er guckt mein Let's Play ab und zu. Wenn ja, gern geschehen. Kein Problem. Wenn nein, trotzdem gern geschehen. Ich weiß nicht. Ich glaube, den hier lasse ich stehen. Der hat irgendwie was, oder? Was meint ihr? Soll ich den stehen lassen? Das scheint ein bisschen überflüssig, aber so an sich kann ich den doch eigentlich so lassen, oder? Ne? Ja, lass mal so. Okay, jetzt müssen wir Zäune machen. Ja, und... Ach, jetzt habe ich das Holz vergessen. Und da habe ich, ja wie gesagt, ich habe jetzt gerade das LP von Honeyball geguckt. Und wie bei allen anderen Let's Playern auch immer diese Frage. Redet man zu viel? Redet man zu wenig? Redet man zu wenig sinnvolles Zeug? Kommt man denn den Wünschen der Masse entsprechend auch an? Wisst ihr wie?